Ich will selber einen QR-Code erstellen. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Diese QR-Codes wurden ursprünglich entwickelt von Toyota für die Bezeichnung von Produkten bei der Herstellung von Autos. Im Internet gibt es verschiedene Websites, wo man solche Codes erzeugen kann, also generieren kann. Eines der besten dünkt mich dieser QR-Code Monkey. Und natürlich ist hinter diesem QR-Code bereits der Link hinterlegt, der hier oben steht. Was kann ich hier machen? Man hat hier oben bereits Ideen, was man machen könnte, also E-Mail, Telefon, Ort, Facebook, Twitter. Ich gehe mal hier auf Text, denn meistens will man ja einen Text schreiben, zum Beispiel für eine Produktebeschreibung oder ich will einen langen Internetlink dahinter legen oder ich will in einer Ausstellung bei einem Objekt diesen Code hinterlegen und der Code führt auf eine Audiodatei und so weiter und so weiter. Ich habe hier ein paar Beispiele bereit, zum Beispiel dieser kryptische Link eines YouTube-Films. Ich markiere den und kopiere den mit Ctrl-C hier in den Monkey einfügen und ich erstelle daraus einen QR-Code. Oder hier eine ganz komplizierte URL. Das kann man selber kaum eintippen. Ich kopiere auch diese URL. Ich füge das hier wieder ein und QR-Code erstellen. Dieser Code führt genau zu dieser Webseite. Oder ich habe eine Umfrage erstellt. Auch das, oh, eine unglaubliche Adresse. Auch die ist natürlich hier schnell hinterlegt. Einfügen und das ist der Code zu dieser Umfrage. Also, ich füge hier doch einmal einen Text ein. Sobald dieser Text hier eingefügt ist, kann man hier QR-Code erstellen. Das ist der Code dieses Textes und ich könnte das bereits als Bild runterladen. Ich will aber noch die Farbe anpassen. Ich will das nicht schwarz, sondern ich will das zum Beispiel rot. Und den Hintergrund könnte ich auch noch ändern. Ich erzeuge diesen Code wieder. Also hier habe ich immer wieder die Vorschau. Ich will noch ein Logo hinzufügen. Also lade ich ein Bild hoch oder ich wähle hier eines aus. Ich lade mal ein Bild hoch. Das ist mein Logo hier. Öffnen und Code erstellen. Aha. Es geht weiter und noch das Design anpassen. Also hier könnte ich sagen, wie diese Punkte aussehen. Ich will zum Beispiel solche Punkte. Wie sieht das denn aus? Oder solche Punkte. Alle diese funktionieren. Dann kann ich auch noch diese drei Ecken hier bestimmen im Aussehen. Ich nehme hier eine Blattform und in der Mitte dieser Form hat es auch noch eine Form, die soll zum Beispiel rund sein. QR-Code erstellen. Da sind diese beiden Formen ersichtlich und jetzt lade ich mir diesen QR-Code runter. Download. Der ist am Rechnen und ja, man könnte sich hier noch registrieren, aber ich warte noch einen Moment. Hier kommt der Vorschlag, wie dieser QR-Code heißt. Ich könnte hier natürlich noch einen besseren Namen geben. Und speichern. Klar, ich kann nun dieses Bild irgendwo einfügen, zum Beispiel hier in Word oder in eine Mail oder ich kann es ausdrucken oder ich kann Etiketten drucken oder. Und wer mit dem Smartphone diesen Code scannt, kommt zum Inhalt dieses Codes, also wieder zu meinem Limerick von vorhin.